So, und jetzt geht's endlich los. Heute kommt das nächste Ostduell hier ins Stadion an der Gellertstraße. Der Hallische FC ist zu Gast und ich denke, wir können uns auf ein tolles Spiel freuen. Und wir sind mal vor dem Spiel nochmal hier auf der Baustelle unterwegs und wir sehen unsere Baumeister, die sind natürlich wieder fleißig am Schaffen und am Werkeln. Und wenn man mal hier nach da hinten schaut, da sieht man auch, da ist auch der Plan, da wollen wir natürlich nicht zu viel verraten, aber da lässt sich zumindest schon mal ein bisschen erkennen, was hier alles gemacht werden muss. Wir sind sozusagen gerade im Kern, im Herzstück des Ganzen. Wir haben dann hier den Fahrstuhl, der noch eingebaut werden muss. Wir haben dann den Treppenaufgang. Also alles, was so ein neues Stadion eigentlich braucht, das ist hier sozusagen dann ja der Haupteingang. Zumindest wird es das irgendwann mal werden. Und wenn wir dann mal nach hier vorne gehen, da werden wir sehen, das sind dann die Funktionsräume. Da kommen wir links und rechts praktisch zu den Kabinen von unserer Mannschaft, von den Gästen. Da sind auch die Räume für die Physiotherapeuten, die dann die Eistonne natürlich bereitstellen für die Partie und natürlich nach dem Spiel. Und hier ist es dann also. Man kommt hier rein, die beiden Mannschaften treffen sich hier mit den Schiedsrichtern, gehen dann gemeinsam aufs Feld und wir schauen mal ganz kurz, wie das denn eigentlich so in den Kabinen aussieht. Wir gehen mal rein. Also wir sehen es schon, hier wird ordentlich gewerkelt. Alles natürlich mit den Sicherheitsstandards, ganz klar. Und Stück für Stück entsteht hier ein himmelblaues Schmuckkästchen. Wir können ja mal schauen, ob wir noch einen Raum weiter mal gucken. Hier ist alles noch vollgestellt natürlich, aber man sieht es schon, also hier findet alles dann statt, von der Physiotherapie über die Massage oder eben dann auch Dopingkontrolle, alles was eben so an einem Spieltag ansteht. Und unsere Spieler, ich denke, die freuen sich, wenn sie dann endlich aus den Containern ausziehen können. Ich glaube, so ein himmelblaues Schmuckstück, das ist schon weitaus angenehmer als so ein Container. So, jetzt sind wir mal ein Stückchen weiter nach oben gelaufen. Wir sind hier sozusagen in der großen VIP-Halle. Noch ist es hier wirklich eine große, einzige Halle. Aber auch hier wird natürlich gewerkelt. Die Baumeister sind fleißig. Hier drüben, da stehen schon etliche Metallgegenstände. Hier sind Glasplatten und wir gehen mal raus, praktisch auf den Balkon. Also das wird hier, das sieht ja schon mal ganz schön aus. Also man kann schon mal ein bisschen erkennen, was am Ende draus werden soll. Und jetzt gehen wir mal raus. Und es ist schon ein herrlicher Ausblick. Hier hat man eine wunderbare Sicht auf das Stadion. Da macht doch auch das Zuschauen für jeden Fan Spaß. So, jetzt haben wir natürlich wieder einiges gesehen, was hier im Stadion an der Gellertstraße passiert. Unsere Baumeister sind nun mal fleißig. Ich denke, das ist eine echte Wohltat für jeden himmelblauen Fan. Und wir gehen mal ins Stadion. Hier geht's rein für unsere Spieler und auch für die Gäste. Treffen sich dann hier mit den Schiedsrichtern. Noch ist es natürlich nicht so weit, aber bald. Und wir machen es jetzt einfach mal schon. Und gehen mal raus aufs Feld, so wie es dann später sein wird. So wie wir dann zu den nächsten Heimsiegen immer aufs Feld gehen werden. Und ich würde sagen, wir schauen einfach dann nochmal schnell auf die Aufstellung. Und dann würde ich sagen, rein geht's in die Partie zwischen dem Chemnitzer FC und dem Hallischen FC. Ja, und Carsten Heine vertraut eigentlich auf die Elf, die bereits in Mainz auflaufen durfte. Stefano Cincotta, Marcel Kaffenberger also auch wieder in der Startaufstellung. Aber neu ist zum Beispiel Frank Löning. Frank Löning, der war verletzt, jetzt ist er wieder im Kader, wenn auch noch nicht in der Startelf. Aber es tut doch gut, ihn wieder an unserer Seite zu wissen. Wir gehen rein in die Partie und die begann ja etwas schwierig für unsere Himmelblauen, denn die erste Großchance, die hatte Halle hier mit Osawa auf links. Der spielt in den 16er zu Bertram. Sein Schuss zum Glück rechts am Pfosten vorbei. Und wir gehen auf die andere Seite. Das ist Stefano Cincotta. Der bringt eine herrliche Flanke. Die ist noch geklärt. Aber dann Marcel Kaffenberger mit dem Versuch einfach mal draufhämmern. Gute Gelegenheit in den ersten Minuten. Und dann geht's weiter. Hier Philipp Türpitz legt schön auf für Anton Fink und er hat die freie Schussbahn in der 33. Minute. Pech für unsere Nummer 9. Aber es geht weiter. Zwei Minuten später Eckball Stefano Cincotta und die ist herrlich, die Ecke zu Anton Fink und der legt rüber zu Kevin Konrad und Kevin Konrad, der macht die Bude und wie er die macht, da guckt er sich das Eck aus und hämmert das Ding rein. 1:0 für unseren Chemnitzer FC und natürlich der Jubel in Richtung angereisten Fanclub-Familie. Die meisten von euch wissen es, unser Kevin, der hat ja immer seine Gefolgschaft dabei, die ihn anfeuert und da kann er doch mal mit seinem ersten himmelblauen Tor was zurückgeben. 1:0 für unseren Chemnitzer FC.
Wir gehen direkt rein in die zweite Halbzeit. Da gibt es einen Eckball wieder für unsere Himmelblauen. Allerdings von Halle geklärt. Und dann geht es ganz schön schnell. Hier ist Osabe mit seinem Antritt. Der geht an zwei Verteidigern vorbei. Nanzig versucht dann noch irgendwas zu reißen. Aber Osabe ist schneller. Und dann geht er alleine in den 16er. Und er schließt ab. Der hätte vielleicht sogar noch abspielen können. Aber er macht das gleich einfach mal selbst. Einzelaktion, 1:1 der Ausgleich. Ein bisschen überraschend. Wir gehen mal in die 63. Minute. Frank Löning kommt für Marco Kehl-Gomez. Und 4 Minuten später ist es Alexander Nanzig auf der linken Seite. Und wie er das macht hier, da läuft er vorbei, bringt die Flanke noch geklärt. Aber Stefano Cincotta, der steht goldrichtig. Stefano Cincotta mit dem 2:1. Bitteschön, na das ist doch mal verdient. Und das hat er super gemacht. Er hatte einen Lauf an diesem Tag und markiert hier den zweiten Treffer für die Himmelblauen. Aber die waren natürlich noch nicht satt. Anton Fink im Doppelpass mit Frank Löning. Ein herrliches Zuspiel für Anton Fink. Und der macht das eiskalt. Diesmal macht das nämlich zum 3:1. Anton Fink mit der Hand auf der Brust auf dem Himmelblauen Logo in Richtung Südkurve. 3:1. Die Frage war ja immer da, können unsere Jungs noch Tore schießen? Hier hat jeder Kritiker seine Antwort. Na, aber selbstverständlich können die Jungs von Carsten Heine Tore schießen. Und wie? Das machen sie exzellent. 3:1 bis hierhin hoch verdient. Und es hätte sogar noch höher ausfallen können, das Ergebnis. Es gab gegen Ende noch zahlreiche Chancen nach dem Treffer von Anton Finke, der 81. Die heiße Schlussphase. Hier zum Beispiel der Pass für Philipp Türpitz. Philipp Türpitz, der könnte doch Außennetz. Und guckt mal, wie sauer er da ist. Da muss die Werbebande ein bisschen leiden, aber das spricht ja für die Jungs, dass die hier alles reinwerfen, alles versuchen, um hier jeden Treffer zu erzielen. Am Ende bleibt es bei einem verdienten 3:1 Heimsieg. Damit klettern unsere Jungs auf Tabellenplatz 8 am Halleschen FC vorbei. Tolles Spiel unserer Mannschaft und ich denke, jeder Himmelblau-Fan hatte hier ordentlich Grund zum Feiern und Jubeln.